Julian Lockhorn von Super B hält sie in der Hand. Das ist eine der leistungsstärksten Batterien auf den Raum gemessen, die Nomia 340 Amperestunden Batterie. Ich grüße dich, Julian. Hallo Sven, grüß dich. Ja, stell sie nochmal ab, sie wiegt trotzdem noch 5 Kilo. Es ist ein Dummy, den wir hier haben und wir werden uns den gleich mal angucken. Die Gehäuseform ist ganz interessant. Ihr habt eine 210er Batterie, die sieht man hier hinten auf der Leinwand, die hier drauf ist. Das ist die 210er und das ist die 340er. Ich glaube, angefangen hat das Ganze unter 200. Ja, sogar mit einer 100 Amperestunden Batterie in der ähnlichen Bauform. Das Coole ist allerdings, dass die Leute nachrüsten können und ihr seid Erstausrüster bei vielen Firmen. Hier ist zum Beispiel im Morelo Branding. Richtig, genau. Das ist, wird direkt von Morelo auch eingesetzt ab Werk, mittlerweile auch mit der 340 Amperestunden. Ja, was die Leute wissen sollten, ist, dass die kleineren Batterien, die nicht 340er sind, da kannst du noch mehr Strom zeitgleich rausnehmen. Ich glaube, die 210er kann 500 Ampere und die 340er kann 300. Richtig, absolut richtig. 300 Ampere als Dauerentnahmestrom. Und, als Dauer? Dauerentnahmestrom, ja. 300? Ja. Das sind in kW, lass mal ausrechnen, 3,5 kW. Richtig, genau. Echt? Eine Stunde lang kannst du hier entnehmen bei der 340er? Ja. Das heißt, wir können uns die ja noch mal kurz angucken, dass wir die sehen. Und die ganzen Pole und alles muss ja dann auch diese Ströme aushalten können. Wir gucken uns die mal gerade an. Nimm sie gerade noch mal hoch. Das ist jetzt ein Dummy. Und der Dummy ist ganz praktisch, wenn du den gerade hier hinstellst. Der hat prismatische Zellen mit drin, die aber noch mal zusätzlich Luftspalte dazwischen haben, die wird schon warm beim Entnehmen, oder? Richtig, es entwickelt sich natürlich Wärme und da ist konstruell einfach darauf geachtet worden, dass natürlich auch entsprechende Wärme oder Zirkulation eben auch noch da ist. Genau, richtig. Ja, Hochstrom, was ist denn da drin? Ist das jetzt Lithium, Eisenphosphat oder was ist das? Richtig, ist Eisenphosphat, Zellchemie, was momentan auch eines der sichersten, gerade besonders in der Reisemobilbranche eben auch angewendet wird. Also das Durchgehen, das thermische Durchgehen gibt es hier nicht. Richtig, genau. Hat damit zu tun, dass eben auch bei der Eisenphosphat kein Sauerstoff frei wird. Und sag mal, wenn man den Vergleich hat, gerade Nickel, Mangan, Kobalt, was auch so in Fahrradakkus und so weiter vorkommt, da wird eben auch Sauerstoff frei und auch bei Flammen und Brennpunkt ist auch weitaus höher, sodass dieses Durchgehen auch stattfinden könnte. So, ihr macht unglaublich viele Tests mit den Batterien. Also im Schiffsbau, da ist es halb so wild, da gibt es kaum große Erschütterungen, da könnte natürlich der Motor könnte vibrieren, der könnte und so weiter. Aber bei Reisemobilen, da werden die Dinger permanent durchgeschüttelt. Absolut, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, dass alle der Einsatz der Materialien entsprechend auch diesen UN-Test, das ist ein Falltest, Vibrations- und Schocktest, eben auch besteht. Man sieht hier entsprechende Verstrebungen und auch Materialien, die teilweise Glasfaser verstärkt sind, sodass auch diese Festigkeit eben gegeben ist. So, man sieht es gleich, gerade eben, da wurde die durchgerüttelt, geschaltet. Hier sieht man, man kann sie auch in Reihe schalten oder parallel und so weiter. Was geht denn? Kann ich parallel, Reihe, was kann ich machen? Man kann beides verschalten, Reihenschaltung bis zu 1000 Volt. Echt? Ja. Also für Schiffe zum Beispiel? Richtig, oder? Im Marinebereich wird es angewendet. So, hier vorne haben wir einen Schrank, da sieht man sehr schön. Das wäre zum Beispiel ein Aufbau, ein Mobilfunkmast zum Beispiel? Genau, sowas. Verschiedenste Anwendungen, sagen wir mal, einfach in einem sogenannten Rack, wo die Batterien dann positioniert sind. Das Ganze auch mit entsprechender Abschaltung, Stromentnahme und das ganze System ist verbunden über eine von uns eigene Software, wo man hier sämtliche Werte und Einzelwerte eben auch rauslesen kann. Ihr seid zertifiziert, das ist eine Besonderheit. Also für Fahrzeugbauer seid ihr so zertifiziert, dass zum Beispiel Volkswagen könnt ihr euch listen. Richtig, genau. Wir haben das System von Volkswagen. Ich kann das gerne mal zeigen. Wo wir hier ein Gesamtsystem, ein Lösungskonzept, besonders für den California-Serie eben auch gemeinsam entwickelt haben. Hier sieht man, das Ganze ist per UBB, Unbedenklichkeitsbescheinigung von VW auch bestätigt. Hat uns natürlich ja auch sehr viel Kraft, Zeit und Energie gekostet, aber letztendlich und Geld auch das, aber wir sind
da sehr dankbar und stolz drauf. Das ist gar nicht so trivial. Also hier jetzt entsprechend gelistet zu werden, da sieht man es, hier ist der Wechselrichter, blaues Victron, kann man ruhig mal zeigen. Eure Batterien arbeiten mit vielen Systemen zusammen. Wenn man die aber auspackt und anschließt, da kommt kein Strom raus. Warum? Die sind natürlich geschützt, sagen wir mal, auch für den Transportweg, sodass auch auf dem Transportweg da nichts passieren kann. Das heißt, die werden dann freigeschaltet erst und du kannst den Strom über das BMS abschalten? Richtig, genau. Hier oben haben wir auch nochmal eine Zusatzsicherung drin, die eben auch im Transportmodus eben nicht verbaut ist, sodass man die erst bei Inbetriebnahme einsetzt. Okay, das sieht man hier. Oben ist das BMS drauf. Auch das ist tauschbar. Das heißt, die Batterie ist durchaus servitierbar. Richtig. Das ganze Design ist so, dass die Batterie wieder auseinandergenommen werden kann und auch im Bedarfsfall natürlich Komponenten getauscht werden können. Man muss da aber allerdings ehrlich sein, wir haben das selten. Kaum. Also es gibt natürlich mal den einen oder anderen Fall, aber wir tauschen da in der Regel keine Einzelzellen. Das ist so. Also die halten, wenn sie mal eingebaut sind, durch. Diese Tests der Elektronik, also da gibt es ja auch entsprechende Ausfalltests. Du kennst das selber, entweder funktioniert es oder es geht irgendwann mal kaputt. Die Bauteile, die ihr kauft, die erfüllen ganz besondere Anforderungen. Ihr kauft da nicht irgendwie B-Ware oder so, sondern ganz besonders teure Chips, also die höchste Güte haben. Absolut richtig. Das hat teilweise Automobilcharakter, sage ich mal, dass wir auch das entsprechende BMS, was bei uns im Hause konstruiert und entwickelt worden ist, auch, sage ich mal, in Europa fertigen lassen. Man sieht das hier, also die Batterie ist nicht stumpf jetzt einfach durchgeschaltet, sondern die einzelnen Blöcke sind miteinander verdrahtet und das da oben, das ist das BMS? Das ist das Herzstück, das BMS, genau, mit allerlei Temperatursensoren und entsprechenden Abgriffen, sodass dass das Gesamtsystem auch ineinander schlüssig ist und arbeiten kann. So, eine Frage, können die Batterien untereinander sprechen oder brauchen die das nicht? In dem Parallelbetrieb ist es nicht notwendig, sofern die seriell verschaltet werden auf höhere Spannung, werden die per CAN-Openbus-Kabel verbunden, um einfach da eine Kommunikation zu haben. Okay, verstehe. So, komm, wir gucken uns das gerade nochmal an, dass wir das sehen. Das ist jetzt eine kleine Batterie. Eure Batterien sind nicht billig. Also das ist, wenn man guckt, so, was weiß ich, China Import, der irgendwie kommt mit BMS, wo man nicht weiß, wo es herkommt. Alibaba gibt es jetzt schon für 150 Euro. Eure sind da ein bisschen teurer. Das hat was damit zu tun, dass ihr zertifiziert seid. Ihr seid haftbar. Ihr seid der Inverkehrbringer in Europa. Man kann nicht das direkt vergleichen. Du kannst schon verstehen, dass Leute schon mal stöhnen und dann sagen, hier gibt es doch hier bei Amazon für 300 Euro. Absolut, das ist auch sicherlich täglich Brot, nur man muss da sicherlich viele Faktoren berücksichtigen und du sagtest das richtig. Also Zertifizierung ist eins, Materialeinsatz, entsprechende Güte und auch Stärke der Anschlusseinheiten bis hin zum, sag ich mal, ganz salopp, das Kunststoff, was da verwendet wird, hat beispielsweise eine V0-Komponente, bedeutet ein flammhemmendes Material, was da schon zum Tragen kommt, sofern es auch von äußerlich Flammen ergeben sollte, gerade bei Unfall oder von anderen Systemen, die da... Flammhemmend, das heißt, das geht nicht selber in Feuer auf, Lichterloh. Richtig, genau. Okay, hier oben ist auch ein Griff dran, das ist ganz interessant, man kann sie tragen. Das ist nett gemacht, aber es sind so die Teile, die man eigentlich innen sieht. Also du kriegst so eine Batterie, die Gewährleistung der Batterie, wie ist das bei euch, wenn die jetzt mal defekt ist? Wir haben 3 Jahre Werksgarantie auf den Batterien drauf. Das Schöne ist, wir haben die Möglichkeit, per Diagnose auch in den Batterien zu gucken, auch diverse Anwendungen zu sehen, wie wurde die genutzt, um auch anhand von dem diverse Entscheidungen dann zu treffen. Sieht man hier. Also das ist noch Lithium-Ionen. Ihr habt bestimmte Bauformen. Da macht das Sinn, Lithium-Ionen einzusetzen. Energiedichte ist höher. Zwischen Lithium-Eisenphosphat und Nickel-Mangan-Kobalt. Bei Nickel-Mangan-Kobalt ist die Dichte tatsächlich noch minimal höher. Allerdings ist hier der Sicherheitsfaktor überwiegt, zudem die Zellzyklenfestigkeit. Okay, was ist hier oben drin? Was sieht man hier? Wir haben hier einmal den Anschluss CAN-Openbus. Das heißt, hierüber lassen sich auch sämtliche Daten eben auch auslesen und wir nutzen das für die Diagnose. Dann gibt es weitere Anschlüsse wie
der CI-Bus, das ist hier über die Linbus, über den Linbus-Kontakt, wo verschiedene Hersteller aktuell bereits anbinden auf dem Caravan-Industriebus, bis hin zu einem Analogwert auf SoC-Basis, das heißt 0 bis 10 Volt, wo man auch eben den Kapazitätszustand eben auslesen kann. Das heißt, du kannst das hier vernetzen mit anderen Displays, die können sich anklinken und können die Batterie praktisch auslesen. Du kannst auch Fernwartung machen damit, oder? Fernwartung ist also, in gewissem Maße. Also praktisch über das Display kann man sehen, sind alle Batterien von außen okay, stimmt da die Spannung und so weiter? Richtig, genau. Also praktisch, was wir hier auch bei dem Diagnosesystem haben, können wir gerne nochmal rübergehen. Da vorne steht's, ja. Was wir hier eigentlich auch im Gesamten haben, gewisse Teile und Daten lassen sich dann auch aus der Batterie auslesen und in verschiedenen Anzeigeeinheiten eben auch darstellen. Bluetooth, ist das möglich bei Nomia? Bei der Nomia-Batterie haben wir auf Bluetooth verzichtet, auch bewusst, weil es auch die Batterie, sagen wir, gerade mit den hohen Entladeströmen und so weiter, oftmals eben in diesen Systemen so angebunden werden. Okay, das heißt, ich kann die denn extern auslesen, habe mein Display mit dabei und hier arbeite ich auch mit allen zusammen. Hier sieht man sehr schön, wie diese Batterien zusammen verschaltet werden. Dann, warum da auch zwei verschiedene Gewinde drin sind, damit ich die direkt miteinander kaskadieren kann. Absolut richtig, dass man hier einfach die Möglichkeit schafft, um die Stromabnahmepunkte eben auch zu nutzen und gerade bei serieller Verschaltung auch eben oder Parallelverschaltung so nutzen zu können. Ein Display von Simarin, auch das läuft mit euch zusammen? Wir sind momentan, das sind so die ersten Prototypen, dass wir auch zukünftig Simarin verwenden können, sind da sehr eng mit denen in Gesprächen, sodass das ein Stück weit auf unseren Wünschen zugeschnitten wird. Ist das Thema Boote stark bei euch, oder? Ist mehr und mehr im Kommen, ja. Also gerade im Marinebereich und auch Antriebssysteme werden natürlich immer mehr umgesetzt. Also, ich zeig's mal. Das ist ein schöner Formfaktor. Die ist nicht zu groß, nicht zu klein, die Batterie. Da kann man zum Beispiel bei Morillo 4 Stück miteinander kaskadieren. Dann hast du über 1000 Amperestunden im Morillo drin, weit über 1000 Amperestunden. Und damit bist du schon sehr autark, oder? Ja, damit kann man schon einiges bedienen, gerade wenn es um E-Räder oder vielleicht sämtliche anderen Elektrofahrzeuge geht. Die Klimaanlage, sage ich immer nur. Beispiel. Und dafür ist es natürlich gedacht. Also wenn du 1000 oder was weiß ich, 2,3 kW Peak auf dem Dach hast, dann kannst du die auch hier einladen. Das ist ja das Besondere. Ja. Nichts gegen AGM-Batterien, aber da sind die Ladeströme ja nicht so hoch. Also da kann man nicht mit Vollgas einladen. Das geht hier. Richtig. Ladeströme ist ein Thema. Das andere ist die Ladeeffektivität. Also ich sag mal, das, was ich an Leistung auch reingebe, wie wird das von der Batterie aufgenommen? Da hat eben Lithium die Eigenschaft, das nahezu auf 98-99% aufzunehmen, was auch reingeladen wird. Komm, wir gucken uns das mal an. Premium-Lieferant für Fendt, Hobby, Carthago, Morello, La Strada, Adria. Ihr habt schon sehr, sehr viele. Und zum Beispiel Malibu, Trigano-Gruppe. Das ist schwer gewesen, da reinzukommen immer, oder? Ja, sicherlich. Das sind auch Entscheidungen, denke ich, von den Herstellern, die nicht kurzfristig getroffen werden, sondern da gibt es natürlich in verschiedenster Weise Gespräche, sodass auch da die Anbindung und das Bordnetzsystem da auch sauber arbeitet. Ja, es gibt auch entsprechende Hersteller, die bieten ganze Systeme mit Schaltfunktionen, mit Smart Home drin. Ich sag mal, seid ihr ein bisschen einfacher. Man kann die Systeme relativ einfach anpassen, ohne Programmieraufwand. Ich glaube, auf der einen Seite darf die Tiefe auch nicht zu stark sein im Reisemobilbereich, dass du also Premium-Fachhändler von irgendwas sein musst, damit du überhaupt mal so eine Batterie in Betrieb nehmen musst. Das ist hier ein Ticken einfacher, glaube ich, für die Leute, die mit euch zusammenarbeiten, als mit den ganz Großen, wo du dann, was weiß ich, 5000 Batterien zusammenschalten kannst und so weiter. Mhm. Ja. Du weißt, was ich meine. Ja, genau. Also ich meine, wir geben das natürlich in gewisser Maß frei, dass man auch über die CAN-Bus-Geschichte weitere Daten verarbeiten kann, denn nur für den Endnutzer sollen natürlich auch nur die wichtigsten Daten gezeigt werden. Dann. Hier sieht man das, der CAN OpenBus, der da ist, amerikanisches Reisemobil. Ihr seid schon in Amerika? Wir sind auch in Amerika unterwegs, ja. So, da sieht man 4 Stück, das ist so eine typische Anordnung hier bei Morello zum Beispiel, die du hast hier drin. Das ist die Kaffeemaschine, die gezeigt wird.
da kommt aber eure Batterie nur leicht ins Gähnen, ja, weil bei 500 Ampere Gesamtannahme bei der 210er, aber auch die 300 Ampere, das sind ja auch schon über 3 kW aus einer Batterie. Jetzt richtig, überleg mal, richtig, wenn du 4 Stück hast, kannst du 1000 Ampere entnehmen, über 1000 Ampere. Ja, genau, und da ist der begrenzende Faktor oftmals der Wechselrichter, der dann mit 3000 Watt oder 2500 Watt irgendwo auch seine maximale Leistung erreicht. Selbst in einem Haushalt merkt man, die Haushaltssteckdose gibt halt maximal 3680 Watt her, dann bräuchte es eigentlich einen zweiten Kreis und Absicherung. Was viele ja auch machen, was auch geht, natürlich auch bei Victron. Ja, hier sieht man, Super B, Nomia, 12 Volt, 340 Amperestunden, ein richtiges Leistungswunder. Wird es demnächst 500 Amperestunden geben, im gleichen Formfaktor? Na, so schnell geht es natürlich nicht. Wir sind dankbar, dass man diese Kapazität in dieser Bauform jetzt hat. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, welche Zellen sind verfügbar im Markt, wie können wir die Konstruktion eben anpassen. Nichtsdestotrotz sind bei uns natürlich die Techniker ständig damit beschäftigt, um weitere Möglichkeiten zu bedenken. Das ist hier so ein Rack könnte auch genutzt werden, um Solarenergie zwischenzuspeichern. Ein Riesenthema mittlerweile. Das ist natürlich High-End, da sind auch viele Chinesen dran, also chinesische Firmen, die das anbieten. Aber das Rack, so wie es hier aussieht, könnte zum Beispiel Solarenergie tagsüber speichern und abends wieder abgeben. Ja, die Möglichkeit besteht. Ich meine, mittlerweile gibt es ja eine Vielseitigkeit, was die Möglichkeiten angeht, um zu speichern. Und das wird auch gerade besonders Tiny-Häuser oder solche Sachen ist immer mehr im Kommenden. Habt ihr auch eine Untersitzbatterie? Ja, wir haben Untersitzbatterie ist ein sehr gutes Thema. Letztendlich sind das auch Batterien, die unterm Sitz passen. Gerade zwei Stück nebeneinander. Zum Beispiel Fiat Ducato hat ja da auch, sagen wir mal, unter der Beifahrersitzkiste eine vorgefertigte Halterung. Wir haben bei uns keine Batterie, die jetzt als vollflächiges Batteriemodul komplett unter dem Sitz. Wir sagen grundsätzlich, wir wollen gerne da die bestehenden Halterungen auch nutzen. Und in dem Sinne lässt sich diese Batterie auch unter Sitz. Würden denn zwei Stück nebeneinander passen unterm Ducato-Sitz von denen? Passen zwei Stück untereinander. Siehste, dann sag das doch. Das heißt, man kann die parallel schalten und dann hat man die Untersitzbatterie in einer quadratischen Form quasi. Absolut richtig, ja. Sehr schön. Oder in einer fast quadratischen Form. Sehr schön, weil die Leute immer fragen nach Untersitzbatterien. Dann hätte ich hier Stromentnahme bei der, was kann die? 200 Ampere Dauerentnahmestrom. Also 400 Ampere hätte ich bei zwei Stück. Richtig. Wenn die dann auch richtig verschaltet sind und das ist ja schon mal ordentlich, ja. Ja. Ihr fertigt in den Niederlanden. Wir fertigen in den Niederlanden direkt an der Grenze in Hengelo. Da steht es auch vorne drauf, dass das seit 2007. So ein Datenblatt ist natürlich richtig schön. Was hast du gelernt im Leben? Ich habe ursprünglich mal Kraftfahrzeugmechatroniker gelernt und durch meinen weiteren Werdegang da auch in Richtung technische Betriebswirtschaft dann noch studiert. Ist das schwierig hier, wenn die Leute fragen ja schon am Preis bei Super B, diese Qualität zu verargumentieren? Also die Leute, zum Beispiel Alpha Van, der hat zu mir gesagt, mir kommt nichts anderes rein wie Super B. Das Ding ist klein, das funktioniert, das kann servitiert werden, das brennt nicht ab. Das Auto kostet 250.000 Euro, da will ich an der Batterie nicht sparen. Absolut, man muss sich immer vor Augen halten, die Batterie ist eben das Herzstück auch von einem Gesamtfahrzeug und es gibt viele Argumente und auch Faktoren, die dazu beitragen, dass eben wir dieses Qualitätsprodukt eben auch im Markt Also echt krass, also was du für ein Gefühl hast, wenn du jetzt ein Morello fährst und da ist eine Super B drin oder zwei Stück, du machst dir um Strom keine Gedanken mehr und die sind ganz selten leer. Das ist komisch, weil du nutzt das einfach ganz intuitiv. Also du bist so, also man macht sich gar keine Gedanken mehr über das Thema Strom. Richtig, und so soll es auch sein. Wir haben sehr viele Kunden, die sagen, das ist doch irgendwo eine Batterie, die wird gekauft und die vergisst man. Natürlich, das Vergessen finden wir irgendwie auch nicht so schön, aber mit dem Vergessen bedeutet es, die Elektronik funktioniert und man kann es nutzen, so wie man es möchte. Lade-Entlade-Zyklen, da gibt es also die wildesten Vorurteile. Wenn die zum Beispiel 3000 Zyklen hat, heißt das 3000 mal ganz leer werden, einmal komplett auf und ab. Das heißt also viele Batterien, also meine Batterien, als ich die abgegeben habe, ja, ich bin, ich glaube 7000 Kilometer gefahren, da hatte die 9 Zyklen runter. Kann das sein? Das ist durchaus möglich, ja, es kommt ganz auf das
das Nutzungsverhalten eben an. Es gibt Leute, die machen die komplett leer, einmal auf und ab. Aber im Prinzip zwischenladen. Also ich kann laden, wann ich will, oder? Ja, muss man sich vorstellen, auch wie beim Mobiltelefon. Ob man jetzt zwischenzeitlich das Mobiltelefon mal wieder an den Ladestecker hängt, macht man ja auch im privaten Bereich. Also so ist es auch zu vergleichen mit der Batterie. Liefert ihr einen Fahrzeughersteller CAD-Daten? Ja. Also das vielen ganz wichtig. Das heißt, die können die Batterie nehmen, können die in die Planung mit eingeben, haben alle Abmessungen, alles. Ja, das ist auch in der heutigen Zeit ein Standard, dass über CAD, sage ich mal, das Ganze eben in dem Chassis oder in dem Fahrzeugaufbau dann integriert wird. So, wenn ich jetzt Fahrzeughersteller bin, ja, sehe das jetzt hier, sehe den Julian Lockhorn, was hast du für eine Aufgabe? Könntest du einem Fahrzeughersteller beraten? Das ist mit unter anderem mein täglich Brot. Also ich bin sehr häufig unterwegs, auch bei unseren Kunden, also Fahrzeughersteller, um, sage ich mal, genau diese Sache mit Integration etc. auch zu betreuen. So, es kommt, es wird immer mehr. Und ich bedanke mich erstmal bei dir. Das ist die Batterie, die ich tagtäglich sehe. Und an Bauformen, da habt ihr verschiedene Bauformen. Das ist auch eine Batterie, oder was ist das hier? Richtig, das ist unsere Nomada-Batterie. Ich sage immer, das ist unser Lego-Baustein. Findet in der Caravan-Branche etwas weniger Anwendung. Gerade so Expeditionsfahrzeuge, da ist das manchmal sehr, sehr interessant. Gerade in der Zwischenschleuse zwischen Fahrerkabine und Aufbau. Ist aber mehr ein Produkt, was wir dann im Marinebereich eben aufbauen. Das habe ich gesehen. BOS hat so ein System, da kannst du zusammenschalten. Wenn da mal eine kaputt geht, spielt es keine Rolle. Die anderen, die haben alle jeweils ein System mit dabei. Aber was ich auch merke bei BOS, die kosten auch ein bisschen mehr, ja, wo du da siehst, die also in einem ähnlichen Feld unterwegs sind. Billig sind die alle nicht. Also wenn einer erwartet, er kriegt jetzt hier die billige Batterie, die haben ihren Preis, eure Sachen. Absolut. Ich sage ja, man muss einfach den auch berücksichtigen, wie ist so eine Batterie aufgebaut, Materialeinsatz, Prüfungen, Tests und alles, was auch eben dazugehört. Und da ist es oftmals natürlich schwierig, das Ganze sehr direkt zu vergleichen. Die Kleinen, die haben ein BMS mit Bluetooth. Das bedeutet, ich baue die ein, kann die einfach austauschen gegen zum Beispiel eine AGM-Batterie. Die würde sogar funktionieren. Und dann sieht man hier auf dem Display genau den Stand. Da kann ich dann quasi, ohne dass ich ein externes Display habe, die Batterie auslesen. Richtig. Unsere Epsilon-Serie, die hat die 100 Ampere und 150 Ampere, die hat eben einen App-Zugang per Bluetooth. Und da lassen sich die wichtigsten Werte eben auch entnehmen. Das heißt, kann ich die stumpf tauschen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine AGM drin habe, die ausbauen, die anschließen und die geht? Ja, also ich sag mal, prinzipiell ja, lässt sich stumpf tauschen. Natürlich ist es immer wichtig zu berücksichtigen, wir haben hier eine Technologie von der heutigen Zeit und gerade Ladegeräte. Die können das ja nicht, aber es würde funktionieren. Ja, es funktioniert. Die Batterien schalten sich ja auch selber in verschiedenen Betriebszuständen ab oder zu. Man muss immer abwägen, ist das noch das Optimale? Und da sollte man doch eben sehen und prüfen lassen, welches Ladegerät oder welche Ladegeräte habe ich momentan an Bord. Ja, die Ladeschlussspannung zum Beispiel, die muss stimmen, nicht, aber nur in weiten Maßen, weil ich glaube, die AGMs, die sind relativ kompatibel, die Ladeschlussspannungen, aber du sagst zum Beispiel auch der Ladestrom, da vielleicht mal einen neuen Ladebooster einbauen und so, aber es würde gehen, du kannst den tauschen und hast dann natürlich, ich kenne das, nämlich die AGM-Batterie, da ist die einmal richtig tiefenentladen, das war's, da ist sie kaputt und da hast du vielleicht keinen Bock mehr, siehst das Video, willst die kaufen, das heißt, die könnte man wirklich austauschen. Könnte man austauschen, wie gesagt, sollte man einfach nochmal berücksichtigen, welche Ladegeräte. Man merkt, dass du Kfz-Mechatroniker bist. Du sagst, lieber nochmal, weil die Batterie kann richtig Ladeströme und dann ist da so ein billiges Ladegerät dran. Ich weiß, ich kenne das. Zumal die ja auch in Zyklen dann arbeiten, ja, die Ladegeräte. Das brauchst du ja gar nicht. Richtig, genau. Es gibt gerade auch die Vollladephase ist bei AGM-Batterien weitaus höher, die es bei Lithium-Batterien gar nicht notwendig ist. Und das ist einfach der Grund, warum ich sage, Mensch, wir sollten doch da sehen, dass wir da auch optimal zu optimal verwenden. Also technologisch eben auf einen ähnlichen Stand sein. So, Julian Lockhorn, ich hoffe, dass viele Leute das sehen und dann auch wissen, dass der Preisunterschied absolut gerechtfertigt ist, denn ihr seid ein professioneller, zertifizierter Hersteller, der von der Fahrzeugindustrie auch verwendet werden darf. Das muss man auch sagen. Also viele bauen ja auch ihre Lithiumzellen ein ohne Zertifizierung. Das kann man natürlich machen, aber wenn dann irgendwas passiert, dann ist man mehr oder weniger sogar selbst dafür verantwortlich. Die Versicherung, die wird auf jeden Fall mal prüfen, warum ist das Reisemobil abgebrannt, ja, als Beispiel. Ich will jetzt nicht sagen, dass die, ich sag mal, regelmäßig durchgehen, aber ihr haftet vor euer Produkt.
Richtig, genau. Das ist mit ein Grund, warum wir da sehr viel Wert drauf legen, was Zertifizierung über akkreditierte Prüflabore auch angeht und letztendlich auch ja, das entsprechende Geld dafür in die Hand zu nehmen, um diese Sicherheit zu schaffen. Ja, und wenn ihr einen guten Job macht, dann seid ihr vielleicht mal demnächst bei Morello als Fahrzeug- oder Batteriehersteller im Programm, so wie Super W. Vielen Dank, Julian. Wir drehen heute am 30. August 2023 am Stand von Super B. Macht immer wieder Spaß, mit euch zu arbeiten. Wir werden auf jeden Fall in 2 Wochen einen neuen Morello abholen, einen Alkoven. Da sind Super B-Batterien drin. Und ich dachte mir, ich besuche euch mal und zeige das nochmal. Tschüss, Julian. Vielen Dank. Tschüss.